Helmut Graupner begann als junger Jus-Student seine Karriere als Aktivist für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender in der Jugendgruppe der HUSI Wien. 1989 streitete man sich über ein Gerichtsverfahren und der Rechtsanwalt gründete das Rechtskomitee Lambda, das sich seither zu einer der wichtigsten NGOs entwickelte und die politische Landschaft veränderte. Wie ist es dazu gekommen, dass du politisch aktiv wurdest? Naja, politisch aktiv war ich, seit ich 14 Jahre alt war, aber halt nicht im lesbisch-schwulen Zusammenhang. Und bin dann zum lesbisch-schwulen Aktivisten geworden, dadurch, dass ich durch persönliche Kontakte in die Jugendgruppe der HUSI Wien gekommen bin, der Homosexuelle Initiative Wien, und dort nach einem halben Jahr begonnen habe, dann auch mitzuarbeiten. Das ging ja damals noch hauptsächlich um gesetzliche Diskriminierung, ganz massive Diskriminierung. Und mich als Jus-Studenten hat das natürlich besonders interessiert. Also das war naturgemäß schon angelegt, dass mir das dann auch reizt, da mitzuarbeiten. Wie kam es zur Gründung des Rechtskomitee Lambda? 85 bin ich in die HUSI Wien gekommen, im Frühjahr, und ab Ende des Jahres habe ich dann auch begonnen, aktiv mitzuarbeiten, war dann im Vorstand lange Jahre. Und da war ich 20 Jahre alt und war dann 6 Jahre lang in der HUSI Wien aktiv. Und es gab dann für uns einen Anlass, das Rechtskomitee Lambda zu gründen. Das war eben der Kampf gegen die gesetzliche Diskriminierung der 4 antihomosexuellen Sonderstrafbestimmungen, die es damals noch gab. Insbesondere die diskriminierende Mindestaltersgrenze von 18 Jahren für schwule Männer gegenüber 14 für lesbische Frauen und heterosexuelle Frauen und Männer. Und damals hat die HUSI Wien eine Verfassungsklage unterstützt beim Verfassungsgerichtshof. Die ist negativ entschieden worden vom Verfassungsgerichtshof 1989. Und der logische Schritt war danach rein juristisch gesehen, zur Menschenrechtskommission zu gehen in Straßburg, die es damals noch gab. Heute gibt es ja nur mit dem Menschenrechtsgerichtshof als alleinige Instanz, kann man gleich direkt zum Gerichtshof gehen. Damals musste man vorschalten, die Menschenrechtskommission. Und da gab es eine Diskussion, ob man das machen soll oder nicht. Und die HUSI Wien hat sich damals entschieden, den Fall nicht mehr weiter zu unterstützen, weil sie der Überzeugung war, dass diese Bestimmungen alle 4, das Verfahren selber ging um die gravierendste Bestimmung, auch in der täglichen Praxis, nämlich die Altersgrenze. Insgesamt gab es aber 4 Bestimmungen, dass die ohnehin demnächst bald abgeschafft würden, weil man politisch schon das in Sichtweite sei. Und daher sei es nicht notwendig, dann noch einmal das Anwalt zu bezahlen, zu unterstützen, Geld aufzutreiben und so weiter. Und deswegen haben sie die Unterstützung des Falles eingestellt und gesagt, diese Beschwerde nach Straßburg ist nicht notwendig. Das wird jetzt demnächst eh abgeschafft. Das war 1989. Wie wir wissen heute, war die Prognose falsch. Es hat dann noch 13 Jahre gedauert, bis dann wirklich die Bestimmungen weg waren. Das war also zu optimistisch. Und wir haben das damals schon zu optimistisch gesehen und gesagt, auch wenn es so wäre, was wir sehr skeptisch gesehen haben, ist es trotzdem wichtig, den Druck aufrechtzuerhalten und auch von juristischer Seite diesen Druck weiter aufzubauen, damit dann eben auf politischer Seite was weitergeht. Und haben dann 89, 90 einmal informell das Rechtskomitee Lambda gegründet, so als Spendensammelgruppe für diesen Fall nach Straßburg. Haben dann auch Spenden aufgetrieben, haben den Anwalt bezahlt, dass er weiterarbeitet. Der ist uns dann auch mit Honorar entgegengekommen. Und so hat man sich in der Mitte sozusagen getroffen und der hat den Fall gemacht und die Beschwerde ist nach Straßburg geschickt worden. Und dann ein Jahr später, 91, haben wir dann das Rechtskomitee Lambda als Verein gegründet. Was waren Meilensteine in der Geschichte des Rechtskomitee Lambda? Ja, das sind letztendlich auch die Meilensteine der Diskriminierungsbekämpfung. Das heißt, es sind dann von den 4 Paragraphen, einer ist schon gefallen, bevor wir das Rechtskomitee Lambda gegründet haben, 1989, das Prostitutionsverbot für schwule Männer. Das ist aus gesundheitspolitischen Erwägungen zur wirksameren AIDS-Bekämpfung von der Politik sozusagen aus eigenem mehr oder weniger aufgehoben worden, einstimmig im Nationalrat mit 4 Gegenstimmen. Das waren die Vorarlberger ÖVP-Abgeordneten. Aber die anderen 3 sind noch übergeblieben. Das war das Werbeverbot,
dass also praktisch jede öffentliche Gutheißung von Homosexualität unter Strafe gestellt hat, geschmackigerweise unter einem mit Werbeverbot für Sodomie, für Unzucht mit Tieren, und dann das Vereinsverbot. Jeder, der also Mitglied ist in einem lesbisch-schwulen Verein oder auch nur Mitglieder wirbt, ohne selbst Mitglied zu sein, oder natürlich jeder, der sich führend betätigt, war damals mit einem Fuß im Kriminal bis zu einem halben Jahr Gefängnis und dann die Altersgrenze. Zwei dieser Paragraphen sind dann 2006 gefallen in einer historischen Abstimmung. Das war sozusagen 1996, ja, das war jetzt ein Irrtum. Das war am 27. November 1996, richtig, also das mit 10 Jahre vertan. Und damals ist das Vereinsverbot mit großer Mehrheit gefallen, da hat auch die FPÖ mitgestimmt, da hat nur die ÖVP dagegen gestimmt, also fast 2/3 Mehrheit. Das Werbeverbot ist nur mit knapper Mehrheit von 2 Stimmen abgeschafft worden, hat grundsätzlich die FPÖ auch gegen die Abschaffung gestimmt, aber zufällig waren 2 blaue Abgeordnete am Klo zum Zeitpunkt der Abstimmung, dadurch ist es dann durchgegangen. Und der 209 Altersgrenze ist damals leider gescheitert. 91 Stimmen dafür, 91 gegen die Abschaffung. Da musste man also dann noch 6 Jahre weiterkämpfen. Und das war dann der nächste Meilenstein, 2002, dass der Verfassungsgerichtshof dann den Paragraph 209 aufgehoben hat. In einem Verfahren, das wir unterstützt haben, das ich also selber als Anwalt vertreten habe. Und dann der 209 endlich aufgehoben wurde vom Verfassungsgerichtshof mit einer Frist von 8 Monaten, die der Gesetzgeber dann aber gar nicht genutzt hat, sondern es dann gleich entsorgt hat. Und dann, halbes Jahr später, auch der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg, auch aufgrund von Beschwerden, die wir unterstützt und die ich vertreten habe, dann zusätzlich noch erkannt hat, dass es Menschenrechtsverletzungen waren. Dass es also tatsächlich auch Österreich nicht mehr obliegt, das wieder einzuführen, sondern auch europarechtlich und europaweit abgesichert ist, dass solche Dinge, diskriminierende Altersgrenzen, unzulässig sind und menschenrechtsverletzend sind. 2006 hatten wir unser 15-Jahre-Jubiläum und das haben wir begangen im Nationalrat, im Parlamentsgebäude. Und nicht nur das, sondern tatsächlich auch im Nationalratssitzungssaal, also im Plenarsaal, wo tatsächlich auch die diskriminierenden Gesetze ja beschlossen wurden. Dort, wo sie auch abgeschafft wurden, dort, wo die heißen Kämpfe stattgefunden hatten. Und dort konnten wir unsere 15-Jahres-Feier, unser Jubiläum begehen mit sehr vielen Leuten, 500 Gästen. Und unter Anwesenheit und auch Ansprache der Nationalratspräsidentin. Und das war nicht nur jetzt für Österreich eine historische Sternstunde, kann man sagen, sondern das war auch weltweit und ist bis heute weltweit auch das einzige Mal, dass eine lesbisch-schwule Transgender-Rechtsorganisation, Bürgerrechtsorganisation, NGO, geehrt wurde in einem Parlament, in einem Sitzungssaal, wo auch tatsächlich die Parlamentssitzungen stattgefunden haben. Meines Wissens hat es das auf der Welt vorher nicht gegeben und bis heute auch nicht kein zweites Mal. In den Diskussionen zum Partnerschaftsrecht in den letzten Jahren zeigte sich ein Konflikt zwischen Hosi Wien und Rechtskomitee Lambda und eine Spaltung innerhalb der Szene. Worum geht es da? Das Thema Nummer 1 derzeit und in den letzten Jahren ist natürlich die Partnerschaftsregelung, die Frage der Homo-Ehe unter Anführungszeichen, so wie es medial auch immer wieder dem Schlagwort transportiert wird. Da kämpft man schon sehr lange drum, bis jetzt noch erfolglos. Aber das ist so, man kämpft lange drum und dann kommt der große Paukenschlag, dann wird es eingeführt. Das geht dann sozusagen ja recht schnell, aber natürlich darf man vorher nicht verzweifeln. Unsere Maxime war immer, dass da tun wir uns als Juristinnen und Juristen vielleicht leichter, weil wir von dem Grundprinzip schon einmal ausgehen, jetzt nicht irgendwelche Dinge politisch auszuverhandeln, sondern einfach vom Grundprinzip auszugehen, wir wollen Gleichbehandlung. Ja, es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie dieses Recht oder jenes Recht hat oder jetzt dieses Institut oder ein anderes. Wir wollen einfach das Gleiche wie auch die Heterosexuellen. Ja, das ist der wesentliche Punkt, wir wollen Gleichbehandlung. Und ein bisschen gleich kann man nicht sein. Ja, so wenig wie man ein bisschen schwanger oder ein bisschen tot sein kann, kann man nicht ein bisschen gleich sein. Das heißt, genauso wenig wie es ein Steuerrecht für Menschen mit schwarzer Hautfarbe und ein Steuerrecht für Menschen mit weißer Hautfarbe gibt, genauso wenig darf es ein Partnerschaftsrecht für Menschen mit homosexueller Orientierung geben als für Menschen mit heterosexueller Orientierung. Das heißt, wir waren von Anfang an immer auf der Linie, dass wir gesagt haben, es gibt nun einmal die Ehe, die Zivilehe,
staatlicherseits. Die religiöse Ehe ist bei uns ja Sache, alleinige Sache der Religionsgemeinschaften. Wir haben ja rein die säkulare, weltliche, Zivilehe als Sache des Staates, das andere ist reine Privatsache. Und haben immer gesagt, solange es das gibt, die andere Alternative ist, man schafft das ab, aber das ist wahrscheinlich politisch unrealistisch, solange es das gibt, muss es auch für alle offen sein. Und wir waren lange Zeit auch die Einzigen, die und die Ersten, die gesagt haben, auch innerhalb der Bewegung, wir kämpfen für die Öffnung der Ehe, sprich für die Aufhebung des Eheverbots. Wie diese Partnerschaftsdiskussionen begonnen haben innerhalb der Szene, das war in den 90er Jahren, so vielleicht vor ungefähr 10 Jahren, da hat man noch ganz ängstlich versucht, das Wort Ehe zu vermeiden und hat lamentiert und war ganz unglücklich darüber, dass die Medien das Wort Homo-Ehe verwenden, und wir haben immer gesagt, warum nicht? Es ist das, worum es geht. Das ist das, was die anderen haben. Das wollen wir auch. Da waren wir anfangs noch die Minderheit und da sozusagen die Extremisten, die da jetzt vorpreschen und sagen, die vielleicht noch jetzt zu schnell sind und also Nachteile für uns hätten. Aber wir haben das immer konsequent vertreten, und ich glaube, heute ist es so, dass sich niemand mehr vor dem Ehewort fürchtet. Ja? Mittlerweile haben wir es so weit gebracht, dass die Konservativen in der ÖVP, sprich der Familienbund, auch die Ehe fordern. Ja? Aus anderen Gründen, mit anderer Begründung, aber letzten Endes haben wir uns dort getroffen. Ja? Und wenn wir selber etwas nicht fordern und wenn wir selber nicht die Gleichbehandlung fordern, dann werden wir es also gar nicht kriegen. Weil wenn wir selber nicht 100% fordern, werden wir nie 100% kriegen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch nicht 50% kriegen, weil wenn wir nicht 50% einsteigen, weiß auch jeder, dann kriegen wir auch nur 30%. Und mittlerweile ist es so, dass viele auch das unterstützen, viele Organisationen, und vor allem also im politischen Bereich die Grünen das übernommen haben, also jetzt schon als Forderung, und auch die SPÖ zumindest mittelfristig, das als Bundesparteitagsbeschluss ja auch übernommen haben. Und wir sind durchaus bereit, zumindest im Moment noch, aber nicht mehr lange, als Kompromiss eine Zwischenlösung zu akzeptieren und das auch zu begrüßen und zu unterstützen, eine eingetragene Partnerschaft als getrenntes Recht, als eigenes Institut für homosexuelle Paare, wenn es mit gleichen Rechten und Pflichten verbunden ist. Dann muss aber inhaltlich wirklich das Gleiche sein. Dann sind wir halt eine Zeit lang halt getrenntes aber Recht, aber halt gleich schön. Da sind wir also nicht so, dass wir sagen, wir sind kleine Kinder, die sagen, wenn ich das Spielzeug gerade noch nicht kriege, will ich gar nichts. Aber irgendwann ist das einmal enden wollen. Mittlerweile leben wir im Jahr 2009. Wir sind bei dem zweiten Jahrzehnt des dritten Jahrtausends. Ja. Die eingetragene Partnerschaft war das Modell des vergangenen Jahrtausends, vergangenen Jahrhunderts. Und da war das wirklich nur fortschrittlich. Heute ist es etwas, was die anderen vor 20 Jahren gemacht haben. Ja. Heute haben wir 5 Länder in Europa, die wirkliche Gleichbehandlung haben, die Ehe haben. Ein Institut für alle. Das, was man im Sandkasten schon lernt. Jedes Kind lernt, Gleichbehandlung heißt gleiches Recht für alle. Ein Recht für alle. Ja. Ein Recht für alle ist es nicht, wenn die einen das eine haben und die anderen das andere. Es ist nicht ein Recht für alle, wenn Schwarze in eigenen Bussen fahren müssen wie Menschen mit weißer Hautfarbe, auch wenn die Busse gleich schön sind, das versteht ja jeder.